haut doch nicht ohne mich ab! Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Oho, wer seid ihr denn? Gute Timing! Mich gerade in den Fingern! Verzieh dich! Los geht's! Nimm das! Okay. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Huh!
jetzt die Leiter runter! Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so... Hey, ihr zwei Trottelkinder! Wenn ihr hier durch wollt... Volle Kraft! Geschafft! Da, der Ausgang! Hier! Zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. So, das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken.
Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Also dann, willst du los? Ja. Oh. Höher! Tiefer! Cloud! Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Hüa! Raus! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen! Jetzt komm! Los, Cloud! Keine Zeit zu verlieren! Eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie ist schick. Schick? Du redest doch nicht etwa von Tifa? Genau. Oh je. Da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen.
Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je, und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Willkommen auf dem Wahlmarkt! Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei! Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot! Vergnügt euch zu zweit! Oder vergnügt euch getrennt! Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wahlmarkt wartet auf euch! Kein Bedarf! Gehen wir, Cloud! Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr! Die Mietverträge gibt's nur auf Tagesbasis. Oh nein, oh je, ich hab mein Portemonnaie verloren. Hey, willst du etwas kaufen? Der alte Waffenhändler war ein komischer Kauz, aber ich mag den. Überall dieser Schrott. Kann hier nicht mal jemand wegräumen? Alles dafür tun würde, einen Shinra-Frachter in die Hände zu bekommen. Wie hatte der das genannt? Doch nicht hier, vor all den Leuten. Dafür habe ich doch eine Rauchbombe. Der Panzer von Typ 60. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Herzlichen Dank. Ich fürchte, meine Gürtel sind seit frische Honigknödel, Leute. Die zerfließen euch das in Fleisch ist wirklich mega süß und mega lecker. Hallo, Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Das gilt allerdings auch für den Preis. Heute habe ich mir eine honigsüße Belohnung verdient. Ja? Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Schade,
Aber hätte ich mir denken sollen, du siehst ja nicht gerade aus wie ein Poet. Und auch dein Gesicht spricht kaum ein Band. Bist wohl eher vom Typ gesunder Geist im gesunden Körper, was? Fürchterlich. Na, was ist? Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh! Ich habe keine Zeit zu verlieren! Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, nichts. Der ist immer so drauf. Ich bin ja so aufgeregt. Denk an deinen Blutdruck. Steh endlich auf. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Schon gewusst, wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann... Alter Lüstling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Beiß und Trank sind zwar vom anderen. Cameo macht mit dir, was er will. Bitte, Mann, gib ihn mir. Ich muss ihn haben. Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich. Du hast Alexander, die Esper Schoko aus dem Beschwörermaterial ist. Ich weiß es. Gib sie mir. Ja. Ob bei dem da drin alles in Ordnung ist? Sicher nur ein Besoffener. Tja, das kommt ja durchaus häufiger vor. Corneo hat Kontakte nach ganz oben. Da frisst man ihn quasi aus der Hand. Nur ein paar Eingeweihte wissen von diesem Laden. Er ist der absolute Geheimtipp auf dem Wald. Der letzte Kunde war einfach furchtbar. Sieh mal da! Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja,